Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Irgendwo noch den Stefan noch platzieren? Ja, der kommt wahrscheinlich vielleicht aus der Schulter raus oder so. Irgendwo, ne? Wenn du dich nicht bewegst. Mach den ja spontan. Auf der CES wurden die neuesten Ryzen 7000 Modelle vorgestellt. Das sind im Prinzip die CPUs ohne X am Ende. AMD hat dazu ein paar Folien zur Leistung veröffentlicht. Unser Dave hat sich in die Bandhöhle begeben und kann euch da ein ziemlich kontrastreiches Liedchen von den neu erschienenen CPU-Modellen singen. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Ich hab's heimlich reingeschmuggelt. Die leben noch. Nach der Benchmark-Hölle. Das ist unglaublich. Sehen das hätte auch genauso aus wie die anderen Xer, also die Form der Herzblätter, das ist alles dieselbe. Ne? Mit der Wärmeleitpaste, die er nicht mehr abkriegt, aber gut. Was sagen die denn da jetzt genau über die neuesten CPU-Ableger aus? Wir schauen uns jetzt erstmal den Ryzen 9 7900 an. Das ist ja der 12-Kerner, der jetzt auch mit 65 Watt kommt. Und ihr seht ja hier schon auf der Folie, links haben wir die Spiele-Performance, rechts haben wir die Creator-Performance, also eine Anwendung. Und zum direkten Vorgänger, dem 59X, hat sich da schon ganz schön was getan. Also mindestens 7%, gut, ist jetzt nicht so viel, aber 31% mehr Leistung in Dota 2, das ist halt schon auf jeden Fall, das spürt er. Und bei Anwendungen ist es halt noch krasser, also wir haben 48% im Corona-Render. Das ist ordentlich, weil der 59X hat nämlich auch eine TDP von 105 Watt und insofern ist der 79er nämlich sehr effizient. Das heißt also, die Erwartungshaltung generell an die neuen Modelle ist da schon ziemlich hoch im Vergleich, wenn man da jetzt so rangeht. Du hast da jetzt natürlich deine eigenen Messungen gemacht. Und wie viele waren das ungefähr? Ja, ich kann es eigentlich ziemlich genau sagen. Das waren 3275 mal wieder. Man nimmt es mir nicht übel. Ich mache halt viele Messungen einfach. Dann kann ich auch nämlich sagen, wie schnell die CPUs tatsächlich sind. Und ja, zu unseren Messungen kommen wir später. Gehen jetzt nochmal zu den beiden anderen CPUs. Nämlich zum Beispiel den Ryzen 7 7700. Der verliert jetzt nicht ganz so viel TDP, weil der 79er X, der hat ja eine TDP von 170 Watt, während der 77X eine TDP von 105 Watt hat und der 77er jetzt auch eine von 65. Und ihr seht ja hier auch wieder Gaming und Creator Performance auch genauso beeindruckend eigentlich wie beim 79er. Da hat sich ordentlich was getan, im Gegensatz zum 5800X. Jetzt natürlich auch die Frage, AMD hätte ja eigentlich den 57X nehmen müssen, weil der ja die TDP von 65 Watt hat. Aber gut, 58X nochmal ein bisschen schneller, insofern noch eindrücklicher für den 77er. Und dann noch der kleinste, der Ryzen 5 7600, der kleine 6-Kerner sozusagen. Und AMD vergleicht den hier mit dem 5600X und ihr seht da auch schon Zahlen plus 30%, plus 46%. Also selbst da hat sich noch einiges getan. Ja, wir können gleich mal gucken, was davon der Wahrheit entspricht. Wenn Marketingfolien sind, Marketingfolien. Wir sind mal gespannt, was du da rausgefunden hast. Ja, nach den ganzen Benchmarks, die du da jetzt gemacht hast, was ist da jetzt bei den Ergebnissen genau rumgekommen? Ja, wir tauchen mal in die Benchmark-Hölle ab. Wir müssen dazu sagen, AMD hat natürlich eigene Benchmarks gemacht. Wir haben unseren eigenen Testparcours. Das heißt, es ist auch nicht eins zu eins vergleichbar. Das macht aber auch nichts, weil die prozentualen Vergleiche müssten ja trotzdem passen. Wir haben ein paar neue Benchmarks drin. Wie gesagt, sind über 3000 neue Messungen. Da ist alles neu dran. Da sind keine alten Werte mehr drin. Zum Beispiel der Callisto-Protokoll. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Die neuen Ryzen sind fett markiert. Könnt ihr also sehr gut sehen. Und wir sehen auf den ersten Blick auch schon, dass die sich von den X-Modellen kaum unterscheiden. Also der 79X im Gegensatz zum 79er, da ist der Unterschied bei 3%. War auch zu erwarten, wenn man sich die Spezifikation da einmal anguckt. Dazu kommt ja auch, dass die Spiele die TDP-Klasse nicht ganz auskreizen, insofern zu erwarten. Was die prozentualen Abstände zu den Vorgängern angeht, wir können ja mal beim 7700 gucken, den hat AMD ja mit dem 58X verglichen. Wir haben jetzt halt den 57X drin, aber die sind eh fast gleich schnell. Gehen wir mit der Maus mal drüber, sehen wir jetzt, das sind gute 12%. Ob es sich jetzt für 12% lohnt aufzurüsten, müsst ihr natürlich wissen. Aber wir haben Werte von über 30% gesehen. Fehlt das so ein bisschen. Ist ein Unterschied, würde ich mal sagen. Aber es ist ja auch nur ein Benchmark. Ja. Wir können uns nochmal einen anderen Benchmark angucken. Was sagen denn die anderen? Genau. Machen wir nochmal den Flight Simulator auf. Das ist ein sehr beliebt, sehr, sehr gefragter Benchmark. Haben wir gerne mit eingebaut. Sieht man schon mal sehr schön, dass der Ryzen 7 58X3D natürlich hier einfach mal die Baseline ist für alles. Da können auch die Zen 4 nicht mithalten, die ohne X sowieso schon mal nicht. Aber die Leistung ist ziemlich gut. Der 79er hat hier über 60 FPS, der 77er auch knapp 60 FPS. Und wenn man beim 76er mal guckt, der ist im Bereich von ehemaligen Intel High-End CPUs mit 12.9K oder 11.9K bei 65 Watt. Das ist auf jeden Fall echt gut. Hier nochmal ein kleiner Benchmark, Witcher 3 in der Next-Gen-Version. Es gab ja auf dem PC noch ein paar Probleme damit, aber wir haben ein paar Benchmarks erstellen können. Hier gibt es auch kleinere Unterschiede. Es ist nämlich so ein Benchmark, der skaliert nämlich nicht so gut mit Kernen.
sieht man jetzt an dem 7.9er, der sich hier unter den 7.7X hier einsortiert. Aber ob er jetzt 57,8 habe oder 58,2 FPS, das merkt noch nicht mal ich. Ja. Das kann man nur messen. Aber hier auch über dem 11.9K, über dem 12.4F. Also die Leistung ist in Spielen auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Okay, was haben wir jetzt hier für einen Index auf dem Bildschirm? Genau, das ist der CPU-Index. Das heißt, das ist die durchschnittliche Leistung in allen Benchmarks, die wir getestet haben. Okay. Und da sieht man ziemlich gut, hier auch wieder 7.9er zum Beispiel, dass der kaum langsamer ist wie der 7.9X. Und bei den anderen beiden ist es ganz genauso. Unterschiede sind sehr gering. Insofern, wie gesagt, ihr könnt dann auch Non-X nehmen und seid auf demselben Niveau mit den X-Modellen. Ja, wie schaut es mit Anwendungsbenchmarks aus? So Handbrake, wie haben die sich da so geschlagen? Ja, zufälligerweise habe ich Handbrake auch gerade offen. Hier sieht man jetzt mal ganz schön, natürlich sind die X-Modelle jetzt hier etwas schneller unterwegs. Das heißt, der Abstand beim 7.9er zum 7.9X ist jetzt auch größer, prozentual, ne, sind es hier 13%. Liegt natürlich an der TDP, weil wenn die TDP nur bei 65 Watt ist, dann muss der Takt natürlich etwas weiter runter bei Volllast. Das ist ganz logisch. Trotzdem ist die Anwendungsleistung auf einem hohen Niveau. Handbrake, ne, lastet sehr gut aus. Wir haben hier unten auch wieder einen Index vorbereitet. Das kommen wir mal hin. Und hier seht ihr, dass der 7.9er bei 65 Watt tatsächlich auf dem Niveau von dem 12.9K ist mit 241 Watt. Wow. Das ist Hammer. Auch der 7.7er, der ist zwar hier auch nicht so viel schneller wie der 7.6X jetzt, aber der ist knapp nur unter dem 5.9X und der verbraucht ja auch fast doppelt so viel Strom. Also da können die Ryzen wirklich punkten. Gut, dann haben wir jetzt im Prinzip die Benchmarks uns mal angeschaut. Jetzt geht es so ein bisschen um die Effizienz. Wie sieht das denn aus? Sind die neuen Ryzen ohne X denn wirklich effizienter als die X-Modelle? Was sagst du? Sind effizienter, okay? Auf jeden Fall. Das ist nämlich auch, das war auch ein Versprechen von AMD. Wir haben zwar nicht irgendwie 45% mehr Leistung, wie auf den Folien steht, aber die Effizienz kann sich sehen lassen. Wir gehen mal wieder in unsere Benchmarks hier rein. Wir haben hier die Leistungsaufnahme im Durchschnitt bei allen Spielen mal erfasst. Und unsere neuen Ryzen sind wieder fett markiert. Ihr seht auch schon, der 7.6er ist bei 58 Watt. Das ist schon fast lachhaft wenig. 7.7er auch mal bei 68. Und selbst der 12-Kerner ist bei maximal 84 Watt. Das ist ein sehr guter Bereich. Vor allem, wenn man es mal mit den X-Modellen nämlich vergleicht. Insbesondere dem 7.9X wieder, auf den ich ja die ganze Zeit rumhacken muss. Das tut mir leid. Aber der ist hier bei 110 Watt. Das heißt, wir haben ja eben in den Benchmarks gesehen, dass der 7.9er nur irgendwie 3 oder 4% langsamer ist. Das erreicht aber auch bei 76% der Energie. Ja. Das ist nämlich der springende Punkt. Und das macht diese neuen CPUs nämlich auch so spannend. Auch zu den heutigen Zeiten von den teuren Energiepreisen. Es ist dann doch vielleicht eher eine Empfehlung, den energieeffizienteren dann zu nehmen. Auch bei Anwendungen, das ist jetzt der Durchschnitt in unserer Anwendungslast, Cinebench und Handbrake und so weiter, seht ihr auch zwischen 90 und 95 Watt. Also keiner ist über 100 Watt. Und wenn ich hier mal runterscrolle, dann seht ihr, dass das deutlich höher geht. Also unser lieber 7.9X wieder zum Beispiel bei 179 Watt. Was? Ich meine, der ist natürlich dann ein bisschen flotter. Ne? Natürlich, wie gesagt, in Anwendung ist er ein bisschen schneller, weil die TDP da einfach kann da mehr rausholen. Von nix kommt nix. 180 Watt zu 95 Watt, da muss man sich schon überlegen. Ne? Zumal der X ja noch teurer ist. Müsst ihr wissen, sagen wir mal so. Ja. Können uns auch die FPS pro Watt anschauen. Die sind auch sehr spannend. Hierzu kann ich sagen, da hat AMD sich selber ans Bein gepisst. Also der 5800X3D ist einfach so effizient, dass da kein Zen 4 drankommt. Nicht mal der 7600 ohne X. Krass. Wo der auf Platz 3 steht, ist auch ein ziemlich guter Wert. Aber wie ihr seht, sind die alle im oberen Bereich. Die sind alle sehr, sehr gut aufgestellt in Sachen Effizienz. Also wenn ihr da einen Prozessor wollt, der einfach für die wenigen Watt, die ihr verbraucht, möglichst viel FPS rausballert, dann habt ihr sie jetzt gefunden. Wie ist denn da der preisliche Unterschied? Lohnt sich das, dass man da eher zu dem ohne X greift oder sollte man da schon fast eher den X dann nehmen? Also ich würde sagen, wenn man die Wahl hat, sagen wir mal 50 Euro oder 60 Euro zu sparen und verzichtet dann nur auf 3% Leistung, dann sollte man das eigentlich machen. Ja, das ist schon eine Menge Geld, ja. Also. Weil der Punkt ist ja, man kann bei den Nicht-Xer ja auch noch den PBU-Mode aktivieren, also den OC-Modus von AMD. Dann hat man praktisch ein X-Modell. Dann leider natürlich ein bisschen die Effizienz, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber im Grunde sind die Non-X das bessere, also sie haben ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Warst du überrascht über deine Benchmarks? Also entsprach das deinen Erwartungen oder eher weniger?
Ich sag mal, ich habe etwas weniger als bei den X-Modellen erwartet bei der Leistung. Genau das habe ich auch bekommen. Überrascht hat mich eigentlich die Effizienz von dem 12-Kerner, dem 7900. Das liegt aber auch vor allem daran, weil der 7900X so ineffizient ist. Also das hat AMD sich da ziemlich leicht gemacht. Die hätten den 79X auch mit einer TDP von 105 Watt bringen können und es wäre gut gewesen, aber sie mussten ihm halt unbedingt 170 Watt geben. Deswegen sieht der 79er jetzt halt auch so gut aus gegenüber dem 79X. Trotzdem ist es eine gute CPU. Also dafür, dass die 12 Kerne hat, so sparsam daherkommt und das weniger als für 500 Euro, ist auf jeden Fall ein Blick wert, ein Tipp wert. Ja. Okay. Danke dir auf jeden Fall für deine Tests. Gern. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Habt ihr eine Ryzen 7000 CPU in eurem System oder hattet ihr in Erwägung gezogen, eine der neuesten davon sogar zu kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.